Als Nächster ist der Herr Abgeordnete Magister Günther Kumpitsch an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, Mitglieder der Bundesregierung, Kolleginnen und Kollegen, Zuhörer auf den Rängen und vor den Bildschirmen. Mit dem gestern in diesem Hause beschlossenen Bundesverfassungsgesetz über die Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden haben Sie dieser Republik keinen guten Dienst erwiesen. Wenn man den Ausführungen der Befürworter dieses Verfassungsgesetzes Glauben schenken darf, dann soll es nur als Ultima Ratio zur Anwendung kommen. Das ist aber nicht glaubwürdiger. Wahrscheinlicher ist es, dass dieses letzte Mittel schon bald zur Anwendung kommt. Aber nicht jedes Mittel, jeder Zweck heiligt die Mittel. Mit dem nun dem Bundesminister für Inneres eingeräumten Durchgriffsrecht, mit der Quotenregelung, der Verwehrung des Rechtsschutzes, den Eingriff in das Nachbarrecht haben Sie massiv in die verfassungsrechtliche Grundordnung der Republik eingegriffen. Wenn Sie schon auf dieses Gesetz beharrten, dann hätten Sie zumindest dieses einer Volksabstimmung unterziehen müssen. Nein, aber das wollten Sie nicht. Ich sage Ihnen, es ist ein selbstkonstruierter Freibrief, wo und wann es Ihnen beliebt, über die Köpfe von Ländern und Gemeinden hinweg zu entscheiden. Sie vergessen nur unser Volk. Dieses wird diese Drüberfahrermethode nicht lange mehr so hinnehmen. Sie haben dieses Gesetz in fast unerreichbarer Geschwindigkeit durch den Nationalrat gepeitscht, haben auch die Bedenken von Verwaltungs- und Verfassungsrechtsexperten negiert und haben sich nicht getraut, dieses Gesetz einer Volksabstimmung zu unterziehen, wohlweislich mit dem Hintergedanken, dass es damit nicht zustande gekommen wäre. In Anbetracht des Umstandes, dass Sie Ihr Handeln um mehrere Monate verschlafen haben und Sie nunmehr dermaßen unter Zeitdruck stehen, begehen Sie einen Fehler nach dem anderen. Die Grenze des ungeregelten Zuzugs, egal ob Flüchtling oder Migrant, ist nach oben offen. Hereingelassen wird jeder, wer will. Es wird sogar Rücksicht darauf genommen, wohin er will. Die Gegenwehr der Gemeinden entkräften Sie per Gesetz. Es ist wesentlich bequemer, Quoten vorzuschreiben, als einen Konsens mit den Kommunen herstellen zu müssen. Es findet keine Selektion statt. Identitäten wurden nicht geprüft, wozu auch. Hält der ungeregelte Zuzug weiter an, dann werden schon sehr bald die derzeitige Quote von 1,5 der Wohnbevölkerung erfüllt sein. Denn nach derzeitigen Prognosen ist es möglich, dass in diesem Jahr noch bis zu 120.000 Asylanträge gestellt werden. Wir alle fragen uns, wie diese Quoten erfüllt werden können, und wir wissen auch, dass sie gezwungen sein werden, diese zu erhöhen. Da weder die Infrastruktur noch die Räumlichkeiten hierfür vorhanden sind, wird die Unterbringung der Fremden in Turnsälen, in Sporthallen, in Veranstaltungsstätten erfolgen. Wir werden Einschränkungen im Schulbetrieb, in unserem Kulturleben, ja im Gemeinschaftsleben erfahren. Wie zuletzt, als das Innenministerium in einer Nacht- und Nebelaktion in der Steiermark in Unterbremsstätten 757 Asylwerber unterbringt, ohne zuvor die Landesregierung zu verständigen. Ein Protest der Soziallandesrätin Campos von der SPÖ war die Folge. Werden unsere Bürger sodann Nachbarn einer Asylunterkunft durch eventuellen Lärm, Ablagern von Müll oder anderem belästigt, so haben diese einfach Pech gehabt, denn ein Rechtsweg dagegen zu beschreiten, bleibt ihnen verwehrt. Beinahe völlig außer Acht gelassen bei der Debatte wurde der Umstand, dass es sich bei den sogenannten Flüchtlingen meist um Menschen mit muslimischen Glaubens handelt, deren Rechts-, Kultur- und Sozialvorstellungen sich oftmals weit von jenen unserer einheimischen Bevölkerung unterscheidet. Wie wollen Sie für die Sicherheit im Land sorgen, wenn Sie nicht einmal wissen, mit wem Sie es zu tun haben, dass sich unter den Migranten gewaltbereite Dschihadisten befinden, kann man als erwiesen betrachten.
Selbst das Bundesministerium für Inneres kommt in seiner jüngsten Analyse über die derzeitige Migrationslage zu dem Schluss, dass die Gefahr von interethnischen und interreligiösen Konflikten unter den Migranten selbst und die faktische Außerkraftsetzung der gesetzlichen Strukturen besteht. Wir Freiheitliche haben die ständige Schönfärberei der Migrationskrise satt. Wir wollen echten Flüchtlingen helfen, aber wir wollen auch Probleme ansprechen und nicht nur so tun, als wäre alles eitel Wonne. Sie haben jedoch, wie schon so oft, einen wesentlichen Punkt übersehen, nämlich die eigene Bevölkerung. Es lässt sich Ihr Versagen nicht mehr gefallen. Es erkennt Ihr Fehlverhalten und Ihr vorschnelles Handeln in Bezug auf diesen Gesetzesbeschluss. Und Sie werden sich bei den nächsten Wahlen auch wundern, wie sehr ein Volk gegen eine derartige Politik sich zur Wehr setzen kann. Einmal mehr freiheitliche Kritik am gestern beschlossenen Durchgriffsrecht des Bundes in Sachen Asyl, formuliert Günter Kumpitsch von der FPÖ.